Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir treten dann ein in die 57. Plenarsitzung, die ich hiermit eröffne. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung, die Tagesordnung vom 17. November 2015 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 80 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung Top 78 bis 80 entnehmen können, sind drei Anträge eingegangen, die von den Fraktionen als Setzpunkte deklariert wurden und ebenso wie die Tagesordnungspunkte 14 und 62 anstelle einer Aktuellen Stunde am Donnerstagvormittag in der vereinbarten Reihenfolge aufgerufen werden. Zu Top 80 wird Top 49 mit aufgerufen. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend richtigen Schutzstatus für Bürgerkriegsflüchtlinge eröffnen, Familiennachzug vernünftig regeln, qualifizierte Zuwanderung ermöglichen, Drucksache 19-2678. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 81. Die Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Ich frage, ob sich Einwände gegen die Tagesordnung ergeben oder ob die Tagesordnung so genehmigt ist. Das ist der Fall. Wie im Ältestenrat vereinbart und in der Tagesordnung vermerkt, tagen wir heute bis ca. 21 Uhr. Bitte sehr, Herr Kollege Rock. Der Top 81 soll Setzpunkt der FDP-Fraktion werden. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Der Top 81 soll Setzpunkt der FDP-Fraktion werden. Der eben festgestellte Top 81 soll Setzpunkt der FDP werden. Da gibt es keinen Widerspruch. Dann ist auch das so beschlossen. Ansonsten stelle ich fest, dass wir mit Top 1 der Fragestunde, Drucksache 19-2483, beginnen und danach fortfahren mit den Nachwahlen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 4. Entschuldigt fehlt heute Herr Kollege Jürgen Banzer, der erkrankt ist. Ich weise noch darauf hin, dass uns am Donnerstag seine Exzellenz, der Staatspräsident der Sozialistischen Republik Vietnam, Herr Truong Tan Sang, besuchen wird. Die Plenarsitzung wird ungefähr gegen 14 Uhr unterbrochen, sodass unser Gast vereinbarungsgemäß eine Rede vor den Abgeordneten halten kann. Dann darf ich Sie noch hinweisen auf eine Ausschusssitzung. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Haushaltsausschuss in Sitzungsraum 510 W zusammen. Voraussetzung ist, dass der Gesetzentwurf, der auf der Ausschusstagesordnung steht, vom Plenum zurücküberwiesen wird. Und, meine Damen und Herren, einen runden Geburtstag konnte begehen der Kollege Schork, allerdings schon am 28. Oktober 1955 geboren, also am 28. Oktober dieses Jahres feiern. Heute kann Geburtstag feiern Frau Abg. Dr. Daniela Sommer. Den Jahrgang spare ich mir jetzt. Ich wünsche Ihnen beiden im Namen des Hauses alles Gute für das kommende Lebensjahr. Und für Sie gibt es auch genug. Danke schön. Alles Gute. Von den Geburtstagen kommen wir dann noch zu einer Geburt. Herr Abg. Marius Weiß ist am 11. Oktober 2015 Vater eines Sohnes geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und was noch viel wichtiger ist, Ole Kreuzmann und seine Mutter Lena Kreuzmann sind wohlauf. Bitte die herzlichen Glückwünsche dann auch überbringen.